Sieh, was die Malen und grüß euch die Buben. Jo, was seht ihr? Da steht schon wieder was, ja. Und zwar, das ist das Tippi von Wandigris, das habe ich auch zugeschickt gekriegt. Gefällt mir auch ganz gut, so wie das Schild, das ist ein bisschen anderes Material. Ich schreibe das aber alles unten in die Beschreibung. Ich zeige euch dann einmal einen kurzen Schwenk drüber, dass ihr seht. Ja, ich bin an der Donau auf einer Oberneiter. Wo ich an der Donau bin, sage ich diesmal nicht, weil das ist top secret quasi. Ja, ich habe schon mal alles aufgestellt. Ich werde mir da heute einen gemütlichen Abend machen. Wir haben es noch angenehm warm, in der Nacht ist es an die 10 Grad gekriegt. Ja, und jetzt zeige ich euch halt einmal ein bisschen was von den Tippi und dann wird es gemütlich. Ja, das ist jetzt das Tippi, ist quasi so ein Sechseck. Ich habe da vorne jetzt das halbe, die habe ich schon offen. Man kann das Ganze aufmachen oder alles zumachen. Ist mittels einer Stange da drin. Ich habe natürlich mein Trekkingstecken vergessen, weil wir müssen dann auszuschneiden. Und es macht einen guten Eindruck. Wir haben da oben Zwangsentlüftung. Das finde ich ist, glaube ich, sehr gut. Da ist ein Netz drin und auch da drunter ist überall Netz, das zeige ich euch dann noch. Da machen wir so eine kleine Runde da. Schlaffläche ist 2,10 Meter, also ein bisschen größer wie das Shelter, was ich habe auf alle Fälle. Ihr seht da an dem Ende, sind überall Netz, das kann man mittels Glätt zumachen, aber ich lasse natürlich offen. Und sollte auch für 2 Personen sein. Also, es fängt schon an, die Sonne zum Untergehen und sie spiegelt sich schon im Wasser. Schaut relativ schön aus. Ja, wie gesagt, Solostoff habe ich dabei. Glanzzeug habe ich schon genug gemacht. Schaut schon lecker aus. Ja, Freunde, schaut ja lecker aus, oder? In dem Sinn würde ich einmal Mahlzeit wünschen. Und mir auch. Wirklich gut. Jetzt haben wir einen Sonnenuntergang auch schon. Na, ich werde schnell essen und dann ziehe ich runter zum Wasser und schaue, wie ich den Sonnenuntergang einfangen kann. Jawohl, da ist er. Freunde, Krankensessel. Ihr wisst es, als wieder die ersten. Und dann den Rest der Welt. Lasst euch es gut gehen. Ah, passt wieder perfekt. Ja, man sieht, die Sonne ist untergegangen und es wird kühl. Ich muss schauen, ich habe heute hab ich einen Thermometer dabei. Es sollte in der Nacht so bis auf 10, 9, 8 Grad kühlen. Ich habe heute gar nicht so viel mitgenommen. Also ich habe auch die Expert nicht dabei. Ich habe die ganz dünne mit, die leichte. Wollte mich gar nicht so anschleppen, weil das da eine schöne Wegstrecke zum Rennen war. Und ja, so wenig wie möglich dabei. Aber ich habe mein Thermounterleiberl mit vom Winter, notfalls. Und ein Jackerl habe ich auch noch, so eine Westen. Na, ich bin jetzt herunter bei den Steinen. Haben wir es da jetzt gemütlich gemacht. Schaut schön aus, das Wasser da. 2 Passagierdampfer blauen sich da schon auf. Mein Käffchen. Ist auch erledigt. Ne, der Koch in Action, ne?
Na ja, Kapitän. Die nächste Küche. Ich glaube, ich mache da gerade auf Spanner. Nix aus O dran. Ja, mit dem Rotlicht ist das eher gespenstisch. Ja? Ja, das wollte ich noch gar nicht sagen, haben wir da so ein Bankerl gebaut. Zwei Steine drunter, da herum mein Dreibeinhocker. Das Bredel habe ich da vorhin gefunden. Und jetzt sitzt man ein bisschen gemütlicher. Also ich huche da schon die ganze Zeit auf der anderen Seite ein Viech zu. Das Röhren, das könnte ja fast ein Hirsch sein. Schade, dass ich mein Richtmikrofon nicht dabei habe. So wird man das sicher nicht hören, aber das ist gewaltig. Der rührt schon seit einer Stunde um und um. Jetzt war es gerade wieder. Naja, ich sitze da schon eine ganze Weile und huche da der Natur zu. Gigantisch. Da keine 30 Meter neben mir muss irgendein Trumpfviech ins Wasser gesprungen sein. Ich tippe einmal auf einen Biber. Das hat geklatscht, wie wenn ein Mensch reingesprungen war. Da drüben, wo der Hirsch oder was immer das sein soll, der zirkt da Stamm, also flussaufwärts daneben. Wahnsinn. Einmal raschelt es da, einmal raschelt es dort. Echt geil. Taugt mir. Heute extrem wenig Licht. Eben dafür ein Rotlicht, ich will da wirklich nicht gesehen werden. Man sieht von der drüben Seite sicher her, wenn ich da Licht drüben sehen, wenn was ist. Ich hoffe, ich sehe es vor, bevor mich wer sieht auf alle Fälle. Und ja, es ist ein Wahnsinn, das gibt es ja gar nicht. Es ist dreiviertel neun und ich bin schon müde ein bisschen. Ja, bin schon gespannt auf die Nacht im Tipi. Ich habe das Tipi vorher aufgestellt gehabt, ohne die Stangen drin, sondern mit den zwei Stangeln außen und so einer Fürstlein. Aber das hat nicht hingehauen. Gut, die Stangeln, ich habe es nicht so spannen können. Das hat noch kein Tipi ausgeschaut. Das hat ausgeschaut, wie ich will und ich kann nicht. Ich blende euch da jetzt einmal ein Büdel davon ein. Ja, das war einfach beschissen quasi. Jetzt habe ich mal den Stangl zugeschnitten und habe es eingestellt. Eigentlich wollte ich es mit oben anhängen, aber das ist wahrscheinlich das Gescheiteste, wenn du einen Ast über dich hast. Dann geht es sicher einfacher. So ist das ja eine Menge Arbeit. Aber mit so einem Trekkingstock, ich glaube 1,35 habe ich einen Auszug daheim gehabt, geht das eigentlich optimal. Ja, ich habe mir jetzt auf alle Fälle meine Jacken angezogen. Beim Sitzen wird es kühl. Hört ihr das? Ich versuche das dann einmal im Video ein bisschen lauter zu stellen, ob man das hört. Ich kann es noch nicht sagen, aber es ist gewaltig. Ja, das müssen sogar zwei sein. Einer höre vis-à-vis und einer schreit flussaufwärts noch. Ja, echter Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe das drauf gebracht ein bisschen. Ja, dass jetzt da ein bisschen kühler ist. Aber man denkt, hier machen wir noch ein bisschen ein Flammerl. Und es ist 9:45 Uhr. Ja, jetzt wird ja da keiner mehr kommen. Die werden ja schon alle schlafen. Gut, ich werde wieder ein bisschen in mich gehen und ein bisschen das genießen. Bis später, Freunde. Ja, Freunde, ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Ich habe nämlich vergessen, mein Funkmikrofon zum Aufladen. Also das heißt, es rennt jetzt alles über das interne Mikrofon. Ich habe aber immer Powerbank dabei, bin gerade am Laden. Aber die nächsten paar Szenen werden wahrscheinlich mit dem Einbauten sein.
Wie geht's mir, wenn ich daneben sitze, nicht so schlecht sei. Hinter mir kommt schon langsam der Mond hinterher. Also, ein Vollmond wird es keiner sein, aber er ist doch ganz schön groß. Also, es ist hell. Ja, in der Zwischenzeit ist auch wieder auf 12 Grad. Ja, da schaue ich ganz schön, weil wir haben jetzt da 10 vor 11. Und 12 Grad ist kalt. Ich habe mir jetzt auf alle Fälle mein Thermounterleiberl angezogen. Und das vertrocknet mir eigentlich. Also, jetzt ist es angenehm zum Sitzen da. Ja, Freunde, wir haben jetzt da 11:30. Ich warte jetzt noch ein paar Minuten, bis der Solustof aus ist und dann haue ich mich in die Keminate. Weil schon langsam bin ich auch ein bisschen müde. Ja, war eigentlich recht schön die Zeit da. Hat mir ganz gut gefallen. Die urigen Geräusche, ich glaube, das höre ich jetzt da herum bei mir auf meiner Seite auch schon. Aber ja, ist halt so. Wie gesagt, ich lasse jetzt das Pfeil ausgehen, da bleibe jetzt noch 10 Minuten da und dann ab in die Heia. Ja, Freunde, ich liege jetzt in der Keminate. Jetzt ziehe ich gar nicht auf die Uhr, ich glaube, es ist 3:45. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich uns müde. Was heißt 3:45? 3:12. Ja, Freunde, ich sage einmal ein gutes Nächtle und wir sehen uns in der Früh. In dem Sinn, gute Nacht. Schönen guten Morgen. Ja, heute mal ungewohnt, weil ich schon munter bin. Schon ist gut. Eigentlich, ich habe heute lang geschlafen. Lang und sehr gut, das ist wahrscheinlich die Luft da herum gewesen. Ja, die Nacht war angenehm. Ganz dezentes Kondenswasser drin, aber das lässt sich sowieso nie vermeiden bei sowas. Nur dazu nimmt der Donau feucht auf der Wiesen. Kondenswasser wird es immer geben. Ja, wir haben in der Nacht 8 Grad gehabt, 7 oder 8 Grad. Das hat sich bemerkbar gemacht. Also, das war mit den Schlafsackerl grenzwertig schon, muss ich gestehen. Also, ich habe alles anlassen, was ich immer noch anhabe. Also, es war wirklich kühl. Ja, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, es ist 7:45. Ich habe wirklich heute super pennt. Normalerweise bin ich um 5 Uhr munter, spätestens um 6 Uhr. Aber heute habe ich das richtig genossen. Na, auf alle Fälle, jetzt werden wir sich einmal ein Frühstückerl machen. In der Zwischenzeit habe ich mir alles ein bisschen aufgehängt zum Auslüftern. Ja, da oben blinzelt schon durch die Sonne. Herrlich. Ich wünsche euch einmal alle einen wunderschönen guten Morgen ohne Sorgen. Der erste Schluck ist immer der geilste. Ja, dadurch, dass da keine Sonne herkommt, ist natürlich noch alles feucht. Das werde ich daheim dann noch in Ruhe aufstellen. Und lass das daheim trickern. In das Sackel werde ich es gar nicht reingeben. Ich werde es so in der Seitentasche von mir stopfen. Und passt schon.
So, Mist nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Ja, schaut ja schon ganz gut aus. So, Dalle. Ich habe da gleich ein Schiff gemacht. Zeige euch da noch alles weggerannt. Das Gas stürzt eh wieder von allein auf, da kann ich nicht mithelfen. Ja, und jetzt ziehen wir uns einmal wieder an. Ne? Temperaturen sind auch schon ein bisschen angenehmer geworden. Von daher optimal. Ja, ich würde sagen, war eine schöne Nacht. Und jetzt zeige ich euch noch schnell das Platz und dann gehen wir. So, das war's. Da ist mein Bankel gestanden und da ist mein Tipi gestanden. Alles Pipi-Fans zusammengerammt. Ja. Und jetzt gehen wir halt schön langsam heimwärts. Ja, machen wir noch mal einen Blick auf die Donau. Der letzte. Und jetzt geht's retour. Da hinten könnte der Biberbau sein. Ah, ich denke schon. Ja, Freunde, da wird jetzt nichts mehr überraschen. Das kann man jetzt einmal, wenn nicht zu geht die Kamera, aber ich verabschiede mich gleich. In dem Sinn da bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und fürs Mitschlafen bei mir. Im Zelt war zwar ein bisschen länger, aber es hat gepasst. Gut, man sieht sich und servus die Malen und pfiat euch die Buben.